Willkommen zurück bei Scribblenauts Unlimited, liebe Freunde. Die fliegende Karnevalsmaske auf dem Schweinswal ist wieder am Start. Und ja, wir mussten jetzt hier auf jeden Fall rein. Ich scroll mal ein bisschen raus. Oh, wen haben wir denn hier? Ist das etwa Pinocchio? Der hölzerne Dummkopf. Ja, das klingt nach Pinocchio. Meine Lügen machten meine Nase enorm. Ich verspreche, ich bin ehrlich, wenn du gibst ihr die alte Form. Ach so, der will reimen. Okay, die Nase ist enorm. Es ist eine hölzerne Nase. Dann würde ich mal sagen, geben wir der einfach mal das Adjektiv. Wie wäre es mit normale? Ach so, oh, jetzt ist sie... Hehe. Jetzt ist sie nicht mehr hölzern. Dann müssen wir wahrscheinlich zu... Hölzerne. Moment mal. Hölzerne. So, hölzerne. Kleine Nase. Ja, du Nase weiß, damit hätten wir wieder mal jemanden glücklich gemacht. Hier geht's nach oben. Okay, wir schauen aber mal eben, wen wir hier noch haben. Ich frage mich, wieso die Leute alle so klein sind hier. Es ist ein Schäfer. Ich hatte mal ein kleines Lamm. Es zu essen kam mir in den Sinn. Nun ist es weg. Ich weiß nicht, wohin. Ja, dein Schaf wird dann wohl wahrscheinlich in deinem Magen sein. Aber wie wäre es, wenn wir dir ein gefleckte lila Schaf geben. So, bitteschön. Dann hast du dein Schaf wieder. Netter Versuch, aber das ist nicht mein Schaf. Oh, okay, der hat sein Schaf gegessen und er weiß, es ist ein... Ich hatte ein kleines Lamm, es zu essen kam mir in den Sinn und ist es weg. Ah, okay, wahrscheinlich ist es einfach nur weggerannt, als er es essen wollte. Dann müssen wir es wahrscheinlich suchen, denke ich mal. So, dann gehen wir einfach mal hier hoch und halten die Augen offen, ob wir irgendwo ein Lamm sehen. So, hier sehe ich auf jeden Fall nur eine Adlige. Der Spiegel hält mich für hässlich, ganz und gar. Wahr, das tut weh. Bitte sag, das ist nicht wahr. Dann würde ich mal sagen, bekommt sie eine goldene juwelenbesetzte Krone. Juwelene dann halt. So, bitteschön. Du bist die Schönheitskönigin. Nein, okay, wie wäre es denn mit Schönheitspreis? Schönheitschirurg. Geben wir mal einen Schönheitschirurg. Vielleicht kann der ihr ja helfen. Der schnibbelt an dir rum. Und ja, seht ihr wohl, schon ist der Spiegel in sie verliebt, war doch klar. So, was ist das hier überhaupt? Ein romantischer Spiegel ist das. Okay, ja, der Spiegel hat sich wohl in die junge Dame verliebt. Jetzt ist sie eine Schönheit. So, wen haben wir hier? Rumpelstilzchen, oder wie? Ja, das ist wirklich Rumpelstilzchen. Ich spinne Gold in 0,nix. Egal aus was und ganz ohne Tricks. Okay, kannst du denn zum Beispiel auch aus einem braunen Spinnenweben Gold herstellen? Wow, du bist ja ein Profi. Rumpel deinen Stiels. Okay. Was auch immer. So, hier haben wir... Oh, Maxwells Bruder wird das wieder sein. Aber das ist nicht so ganz die Prinzessin auf der Erbse, oder? Der schläfrige Kleinbauer. Meine königliche Braut zeigt sich im Nu. Leg Essen ins Bett und sie kommt nicht zur Ruhe. Ja, was isst man im Bett? Natürlich sind das fettige, saftige Chips. So, bitteschön. Ah, Heiratsmaterial. Da haben wir sie. Na gut, wir fliegen dann einfach mal weiter. Und wir können jetzt als Maxwells Bruder spielen. Das ist der Rattenfänger von Hameln, oder was? Diese Ratten sind außer Rand und Band. Ich brauche etwas Musikalisches in meiner Hand. Okay, was könntest du denn da nehmen? Wie wäre es mit einem langen Didgeridoo? Didgeridoo. So, bitteschön, das kannst du jetzt mal machen. Ein panischer Flötenspieler. Und schon folgen ihm die Ratten, oder sind das? Ja, doch, es sind Ratten. Sind wohl eher Lemminge, wenn die ihm hier hinterher herunterspringen. Was ist das hier für eine Brokkoli-Frisur, ey? Meine Haare wachsen in verrückter Manier und verheddern sich wie in diesem Fenster hier. Oh, das ist natürlich schlecht. Dann brauchen wir
einfach mal eine... Oh, was könnte man dafür nehmen, um die Haare loszuwerden? Wie wäre es mit einer... mit einer immensen Nagelschere? Nagelschneider, so, das wollte ich haben. Zack, dann nehmen wir das mal eben. Und dann tut es mir leid, aber... Ups. Ach so, das hat sich schon erledigt. Okay, der Nagelschneider hat das scheinbar schon klar gemacht. So, netter Hut, den du da aufhast übrigens. Was haben wir hier noch? Das ist so ein Ei. Goggelmoggel. Des Königs Pferd und Mannen sind dahin. Zerschmetternd am Boden ist alles, was ich bin. Okay, dann braucht er wahrscheinlich ein Adjektiv und zwar lebendige Heile. Nein, das ist es nicht. Wahrscheinlich... Ach, das sind seine Arme. Moment mal, dann könnten wir ja... Arm? Kriegt er... Ah ne, das klappt nicht so ganz. Ich denke mal, wir müssen den zusammensetzen. Wie wäre es denn mit Klebstoff? So. Ah, der große Fall. Ja, sehr gut. Aber er ist gleich wieder gefallen. Oh Mann, der Arme. Egal, wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Wir haben unseren Starrite-Splitter. Und damit mache ich mich dann mal wieder von dannen. Alles andere ist mir doch egal. So, hier haben wir direkt drei Leute. Das Dienstmädchen. Unsere Liebe macht mich einsam. Hätten wir doch nur mehr gemeinsam. Was sagt er? Unsere Liebe macht mich einsam. Okay, dann braucht der Riese das Adjektiv winzig. Und ja, jetzt ist sie mal einfach die große Liebe von ihm. Warum eigentlich nicht? Was möchte denn der Werwolf? Ich hustete und pustete, doch das Haus blieb ganz. Bitte zerstöre dieses Heim, wenn du es kannst. Natürlich kann ich das Heim zerstören, und zwar ist mir das möglich mit einem... Wie wäre es mit einem mobile Raketenwerfer? So, der gute alte mobile Raketenwerfer. So, bitteschön. Angriff. Okay, Moment. Der will scheinbar nicht das selber machen. Dann muss ich halt hier mitfahren. So, Moment. Und dann greifen wir das jetzt hier an. Oh, scheiße, ich habe den auch zerstört. Das war natürlich nicht so geplant. Schnell weg hier. Los, wo bist du? Mein guter Schweinswal. 8 von 12. Ja, wir müssen noch ein paar Aufgaben finden. Hier ist zum Beispiel eine Katze. Der gestiefelte Kater ist das hier, Leute. Maine Coon. Hilf mir, Kumpel. Hilf mir, Miau. Hilf mir aus diesem Stiefel raus. Sie drücken so, das ist ein Graus. Wie kann man ihn am besten aus den Stiefeln rausholen? Wie wäre es mit einem Labberriegel? Labberriegel gibt's nicht. Wie wäre es mit einem weiche... wie heißen diese Dinger nochmal, womit man die Schuhe anzieht? Schuhanzieher? Nee. Zunge? Heißen die Zunge? Nee. Eine weiche Zunge. Hier hast du eine weiche Zunge. Ich weiß auch nicht, was du damit sollst. Ah, wie heißen die nochmal? Ich weiß es nicht. Aber wir könnten ihn bestimmt mit einer Säge da rausholen. Ha. Damit hast du wohl nicht gerechnet. So, achso, das haben wir jetzt entfernt. Hier, nimm die Säge. Nein, das klappt auch nicht so ganz. Wie wäre es denn, wenn wir dir einfach ein Adjektiv geben, nämlich beinlos? Hat auch nicht geklappt? Nein, aber du hast doch den, du bist doch den Stiefel jetzt los. Was soll's denn? Dann bekommst du deine Beine halt wieder zurück. Zack, so ein Pech aber auch. Wie kriegen wir dieses Dingens da raus? Mit einem... Mit einem, keine Ahnung. Schuh. Was gibt's da noch so für ähnliche Worte? Ne, das will ich überhaupt nicht. Säge. Nein, Säge will ich nicht. Schuh. Schuh, Schaf, Schal, Schaum, Schnur. Ein Schuft, Schutz. Nein, Schale, nein, Schatz, Scheich. Ein Schiri, ein Schirm. Die Tastatur kann weg. Wie habe ich das denn, wie macht man das denn am besten? Ach du heilige Scheiße. Wie wäre es denn einfach, wenn du ein bisschen Fett dir da dran schmierst, da hinten? Ah ja, das hat geklappt, der gestiefelte Kater.
ist seine Stiefel los. Wow, sind wir gut. Haben wir ihn einfach mit Fett eingeschmiert. Fett ist halt die Allzweckwaffe. So, was ist jetzt hier drinnen los? Ach so, da sind nur die wieder. Okay. Mir fehlen aber noch 3 Star Rides. Ach du heilige Scheiße. Fliegen wir mal hier so ein bisschen rum. So, weiter kann ich nicht rauszoomen. Ah ja, hier ist noch jemand auf dem Dach. Das scheint auch wieder so ein Bruder von uns zu sein. Tots, schlaf, Kindlein, schlaf. Bitte setz dir mein Ende. O jemine, hol mich hier runter, sonst tue ich mir noch weh. Ja, was du brauchst, ist doch ganz klar. Du brauchst einen kleinen, bunten Fallschirm. So. Damit kannst du dann da runterspringen. Yay! Sehr gut, dem hätten wir geholfen. Hin und her wiegen. So, wir könnten jetzt auch als der spielen. Ich muss jetzt mal hier lang fliegen. Ach so, der da will noch was von uns. Ach ja, stimmt, der will ja sein Schaf. Jetzt habe ich aber gar kein Schaf gesehen. Auf dem ganzen Weg. Ein Lamm. Ein Lamm, ein Lämmlein. Das ist ja nur ein Schwein. Da oben war nur der gestiefelte Kater drauf. Wo könnte sich das Lamm noch verstecken? Hier, das kann ich auch nicht aufmachen, den Ofen. Unter dem... In der Spinne... Nee. Oh, Mann. Frag mich, was Leichteres komme ich hier eigentlich so... Ah ja, doch, hier komme ich so rein. Aber ich habe keine Ahnung, wo sich das Lamm befinden könnte. Oder muss ich dem einfach nur ein anderes Lamm geben? Könnten es ja mal ausprobieren. Wie wäre es denn mit einem kleinen Lamm? So. Das ist auch nicht sein Schaf. Ich hatte mal ein kleines Lamm. Es zu essen kam mir in den Sinn. Jetzt ist es weg. Ich weiß nicht wohin. Wahrscheinlich Adjektiv übel. Wenn dem übel ist vielleicht... Au, nein, doch nicht in diesem Sinne übel. Ich glaube, es geht los. Adjektiv hinzufügen. Brechende. Brennende, bebende, nein. Bellende, blecherne. Das ist natürlich schlecht. Brechende gibt es auch nicht. Spuckende... Los, spuck doch dein Lamm wieder aus. Du hast es doch gegessen, dachte ich. Also hier kann es auch nicht sein. Keine Ahnung, liebe Leute. Egal, wir müssen das Level eh einmal kurz zurücksetzen. Ja, ich bitte drum. Damit wir dann da oben... Ach, jetzt sind wir wieder so. Adjektiv hinzufügen. Fliegende, maskierte, schnelle... So, dann habe ich zumindest wieder diese lustige Brille auf, was soll's. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall das Haus hier zerstören. Und zwar so, dass wir den Werwolf dabei am besten nicht zerstören. Dann nehme ich mir diesmal eine, was könnte ich mir nehmen? Handgranate. So. Und dann würde ich gerne... Na toll. Du schmeißt die Handgranate, ja, wie ein ganz großer... Dann muss es halt das Maschinengewehr sein. Machen wir es halt auf die ganz altmodische Art. So, bitteschön. Das Schweinchen kannst du jetzt von mir aus gerne fressen. So, wo könnte jetzt dieses blöde Schaf sein? Dieses blöde Lamm. Hier gibt es eigentlich nichts mehr, wo es noch sein könnte. Wie wäre es denn mit einem leckeren... Lamm. Oder hatte der eine Ziege? Nein. Wie wäre es mit einem schmackhaften Lamm? Und zwar so eine junge Ziege dann halt. Das ist erst recht nicht sein Lamm. Na gut, also ist es wohl schon ein Schaf. Ich hatte mal ein kleines Lamm. Entfernen.
Wie wäre es mit Bauchlose? Nee. Beinlose. Der Baumhafte, dann ist er halt baumhaft. Wett? Warum? Keine Ahnung, liebe Leute, das muss ich nicht verstehen. Wir haben allerdings wieder ein Level abgeschlossen, das soll mir dann halt auch recht sein. Ich würde sagen, ich individualisiere Maxwell nochmal wieder ein bisschen für uns, damit wir beim nächsten Mal wieder eine richtig coole Sau am Start haben und verabschiede mich dann erstmal an dieser Stelle von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Mach's gut, ciao.